Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Eintrag von Iggy's Kosmos. Heute machen wir etwas anderes. Gestern haben wir etwas vorgelesen, also habe ich etwas vorgelesen. Heute werden wir uns mit einer Buchrezension beschäftigen. Und zwar mit Brandon Q. Morris' Enceladus. Dieses Buch wird als Hard Science Fiction beschrieben. Und ich habe das vor 3 oder 4 Jahren schon gelesen. Es ist gar nicht so alt, das Buch. Und wir werden sehen, ob das Buch lesenswert ist oder ob man das getrost da belassen kann, wo es ist. Und zwar nicht im eigenen Haus. Also, erstmal geht es ja in dem Buch darum, dass eine Crew von Astronauten zu einem Eismond reist. Und zwar zu dem Mond Enceladus, zu dem Saturnmond Enceladus. Das ist eigentlich ganz interessant, weil die Eismonde im Sonnensystem, da wird ja gemutmaßt, dass es da Leben geben soll, dass es da unter dieser dicken Eisdecke irgendeine Art von außerirdischer Spezies geben soll, seien es Einzeller oder so vielleicht sogar mehrzellige Lebewesen. Mit diesem Gedanken wurde schon mannigfaltig gespielt, unter anderem in dem sehr genialen Film Europa Report, wo auch eine Crew von der Erde in Richtung Jupiter fliegt, dort auf den Mond Europa geht und eben Bohrungen und so weiter unternimmt, um nach außerirdischem Leben zu suchen. Also sozusagen nach Leben auf diesem Mond, auf diesem außerirdischen Mond. Und also dieser Roman Enceladus spielt mit einer ganz ähnlichen Geschichte. Ich habe das, wie gesagt, vor 3 oder 4 Jahren gelesen und der Anfang hat mir sehr gut gefallen. Also diese ganzen Crew-Vorbereitungen auf der Erde und wie es dazu kommt, dass die Crew eigentlich überhaupt zum Mond fliegt. Das ist schon sehr, sehr spannend gemacht. Da kann man definitiv nichts sagen. Und das ist wissenschaftlich interessant beschrieben. Es ist vielleicht an manchen Stellen nicht ganz korrekt. Und vielleicht gibt es auch die eine oder andere Stelle, die ausführlicher hätte sein können. Aber insgesamt hat das Buch eine sehr gute erste Hälfte. Also die Figuren werden halt eingeführt, wie das immer so in diesen Büchern passiert. Und tja, und dann fliegen die Leute irgendwann los. Und leider beginnt das Buch dann sehr schlecht zu werden. Also, gegenüber der ersten, richtig guten Hälfte, haben wir eine zweite, weniger gute Hälfte. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass Brandon Q. Morris gar nicht weiß, wie er mit seinen Figuren umgehen soll. Das ist wirklich sehr schade, weil die Figuren auf jeden Fall Potenzial haben. Die Hauptfigur ist ein Mann namens Martin Neumeier. Und er fliegt halt mit der restlichen Crew zu Enceladus. Namensgebungen sind ja in Büchern eigentlich völlig egal. Aber die Namensgebung, Martin Neumeier, klingt jetzt genauso einfallslos wie der restliche Plot. Die Grundidee vom Buch, dass wir quasi außerirdisches Leben auf Enceladus finden. Und was für ein außerirdisches Leben das ist, das werde ich jetzt hier nicht verraten. Die ist erstmal sehr, sehr interessant. Und die ist auch gut umgesetzt. Aber leider weiß der Autor gar nichts mit dieser Entdeckung, die die Astronauten auf Enceladus machen, so richtig anzufangen. Und das ist das Problem mit dem Buch. Das hat super viele, sehr gute Ideen, aber die versanden halt irgendwann. Und auch der Schreibstil ändert sich von der ersten Hälfte. Da wird viel zwischen verschiedenen Figuren hin und her gesprungen. Der ändert sich dann leider auch und wird, gelinde gesagt, ziemlich schlecht. Also aus einem literaturwissenschaftlichen Winkel gesehen, der Aufbau, es geht dann alles nach oben. Ja, also dann sind sie auf Enceladus. Und eigentlich sollte es ja dann noch viel spannender werden. Dann sollte man ja eigentlich erwarten, hey, dort passieren jetzt viele mysteriöse Dinge. Sie suchen halt das außerirdische Leben. Sie finden es und sie wissen gar nicht, was sie damit machen sollen. Sie müssen sich das erstmal erklären. Doch leider ist das Buch auf diesem Höhepunkt, das sackt ganz schnell wieder ab. Und das ist das Problem, weil das Buch auch sehr abrupt endet. Eigentlich ist es sogar nicht ein Buch. Es ist eher eine erweiterte Kurzgeschichte. Und das merkt man dem Buch leider an, weil plötzlich ist das zu Ende. Und die Entdeckung, die die Astronauten da gemacht haben, ja, es ist vielleicht interessant, aber es wird auch nicht mehr darüber geredet. Und auch mit den Figuren weiß der Autor leider überhaupt nichts anzufangen. Das ist einfach so schade. Man führt diese Figuren auf fast 100 Seiten am Anfang ein, man gibt ihnen Hintergrund und dann werden sie total blass und sind nicht mehr wichtig. Bei einem Hard-Science-Fiction-Roman könnte man jetzt sagen, okay, die Science-Fiction, also die Science hinter der Fiction, ist quasi der Hauptstar
Aber auch das muss ja mit relativ interessanten Figuren transportiert werden. Und das Problem unter anderem bei einer Hard Science Fiction wie dieser, also einem Roman, der sich Hard Science Fiction nennt, ist, dass das Buch zwar sehr, sehr viele wissenschaftliche Theorien beinhaltet, aber diese leider auch nicht gut zu nutzen weiß. Und da machen das andere Autoren, zum Beispiel Stanislaw Lem oder eben auch der Film Europa Report, machen das da viel, viel besser. Ja, das ist eigentlich sehr schade. Der Roman ist Teil einer Tetralogie, wenn man das so sagen will, also einer vierteiligen Reihe. Und ja, diese Reihe startet sehr schwach. Ich habe mich auch in die anderen Reihen eingelesen und leider endet der Autor seinen Schreibstil kaum. Die Dialoge zwischen den Figuren, die sind, ich sag mal, buchübergreifend zum Fremdschämen. Und man merkt halt wirklich, dass das Buch keine guten Korrektur untergangen ist. Ja, also dass da keine Leute das mal durchgelesen haben, die vielleicht ein bisschen mehr Ahnung von Science Fiction oder halt auch von Literatur haben. Und man muss schon sagen, das Thema ist spannend und es ist auch irgendwie interessant umgesetzt. Aber das hilft dem Buch leider nicht viel, wenn das dann insgesamt inhaltlich abfällt. Und deswegen kann ich für dieses Buch leider keine Leseempfehlung ausgeben. Ich hoffe, das Review hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, auf was ich bei Reviews in Zukunft mehr Acht geben soll. Das war jetzt so aus dem Bauch heraus, total spontan. Das heißt, in zukünftigen Reviews könnte ich das natürlich auch ein bisschen systematischer machen, wenn ihr wollt. Also da bin ich für Vorschläge ganz offen. Ich freue mich auch auf die nächsten Reviews. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ich mir anschauen soll, was ich rezensieren soll. Ja, ich freue mich auf eure Vorschläge. Gehabt euch wohl, lebt lange und in Frieden. Tschüss!